Ja, wir sind beschlussfähig mit ganz vielen Abgeordneten. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, sieht viel aus. Ja, erstmal wunderschönen guten Morgen zu unserer Fraktionssitzung am heutigen 10. Dezember. Wir fangen ein bisschen überpünktlich an, 10.04 Uhr ist es jetzt. Der Daniel twittert bestimmt gleich nochmal sowohl den normalen Padlink wie auch den Padlink mit Phrasi-Timer, ist der Talk 33. Genau, und wir retweeten das dann bestimmt alle. Ich mache das auch eben an. Zweifelsfall auf unserer Homepage verlinken, da ist alles zusammengetragen. Genau, wie immer. So, wir fangen auch an wie immer. Tagesordnung liegt jedem vor, denke ich. Das ist schön. Ich habe dann noch ein paar Formalien abzufragen, die wir auch abstimmen müssen. Es ist von Frank ein nicht öffentlicher Teil beantragt worden zum Thema Personalangelegenheiten. Vorbereitende Mail habe ich da aufgeführt, zumindest wann die geschickt worden ist. Da gibt es Nachfragen zu. Bitte? Ich habe dich akustisch. Ich hänge dich an den Schluss. Von diesem Formalia-Teil. Jetzt habe ich es verstanden. Dauert bei mir immer ein bisschen. Genau. Ich habe das gestern Abend im Mammel mitgekriegt. Manche Dinge dauern bei mir. Gut. Gibt es da sonst Rückfragen zu? Sehe ich nicht. Dann hätte ich von Frank einmal gerne gewusst, wann du diesen Teil besprechen möchtest. Zu den üblichen Zeiten. Also ich sage jetzt mal nach der Pause. 11.45 Uhr. Ja. Oder ganz nach der großen Pause. 12.30 Uhr. Welche große Pause haben wir? Nee, sitzungsfreie Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Nee, ich denke mal dann nach der Pause. Also 11.45 Uhr. Ja. Gut. Zeitangabe hatte ich ja gemacht in der Mail. Gut, gibt es dazu Nachfragen? Sehe ich nicht. Ich würde jetzt auch gleich zusammen abstimmen lassen, die zweite Beantragte, den zweiten beantragten nicht öffentlichen Teil, ebenfalls Personalangelegenheiten. Es gab da eine vorbereitende Mail an die interne Fraktionslisten, ergänzt um eine Erläuterungsmail ein bisschen später oder um eine Bitte nach Rückfragen, wenn ich mich recht entsinne. Moni, gleicher Zeitpunkt, der nicht öffentliche Teil, also ab 11.45 Uhr. Gibt es dazu Rückfragen? Auch nicht. Gibt es Widerstände, diesen Teil durchzuführen, diese beiden Teile? Danach würde ich zu deinem Teil kommen. Ich sehe keine Widerstände, diesen nicht Teil durchzuführen mit diesen zwei Tagesordnungspunkten. Jetzt kommen wir zum Daniel, der wollte auch noch was dazu sagen. Ja, ich hätte auch die Bitte noch um ein paar Minuten innerhalb eines nicht öffentlichen oder des nicht öffentlichen Teils, wir können das ruhig gemeinsam machen, über personenbezogene Informationen im Anschluss an das, was euch bekannt ist. Okay, gibt es dazu noch Nachfragen? Sehe ich nicht. Gibt es Widerstände? Ist das ein Widerstand oder eine Nachfrage? Dann los. Ja, eigentlich keine Nachfrage, sondern nur eine Bitte, die ich aber nicht zum ersten Mal vortrage, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt konkret an Daniel an dieser Stelle, weil dieser nicht öffentliche Teil mir zumindest jetzt halt neu ist. Ich würde mir halt nach wie vor wünschen, zumindest irgendwie eine kurze Information zu kriegen, worüber wir reden. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich stimme dem jetzt natürlich zu, dass wir das machen. Das ist dein Wunsch. Aber ich fände es halt schöner, wenn wir uns auch darauf vorbereiten können. Das ist halt einfacher, glaube ich, für uns alle. Boni? Ja, wenn ich mich richtig entsinne, hatten wir gestern Abend in der Mammelsitzung auch gesagt, wir wollten noch einen Punkt über einen Antrag nicht öffentlich reden. Wenn ich das richtig verstanden habe, wir müssten das dann, wenn wir das tun wollen, jetzt auch aufnehmen in die Tagesordnung. Ja. Dann müsste das auch jemand beantragen. Wer möchte das? Ich? Ganz sicher beantrage ich keine nicht öffentlichen Teile beantragen. Also, ich kann vielleicht... Daniel, sprich. Also, wir hatten ja gestern uns darüber unterhalten, dass wir möglicherweise nicht öffentlich über eine gewisse Priorisierung unserer Anträge reden sollten. Das hatte ich gestern angekündigt. Ich ziehe den Antrag allerdings zurück. Ich möchte das öffentlich machen.
lernen wir schnell. Gut, dann komme ich jetzt zur Abfrage des Widerstandes zu dem von Daniel beantragten nicht öffentlichen Teil. Gibt es da Widerstände? Nö, keine. Dann bitte. Würde ich den jetzt quasi hinter die beiden Personalangelegenheiten-Teile packen. Also auch ab 11.45 Uhr. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Vorstandes. Da Moni dann meist direkt auf den Ingo verweist mit dem Bericht der Pressestelle, nehme ich die Abzweigung jetzt mal sofort. Ingo, los geht's. Ich möchte aber jetzt Moni nicht übergehen. Also. Ich glaube, das tust du nicht. Schönen guten Morgen. Also wir sind heute dran, die Zombie-Bügeleisen der kleinen Anfrage von Daniel Schwert zu verwursteln. Da gibt es auch bereits ein Fernsehinterview heute Vormittag und ich möchte solche Namen nicht im öffentlichen Stream kundtun. Da sind wir auf jeden Fall heute dran. Wir werden da auch nochmal auf dem Blog entsprechend nachlegen. Ansonsten beschäftigen wir uns im Moment mit dem Piraten-Wirken-Flyer. Das hatte ich ja angekündigt, dass wir ab Mitte Dezember uns damit beschäftigen wollen, eine Neuauflage von dem Piraten-Wirken-Flyer zu erstellen. Drucklegung planen wir für Mitte Januar und sind dann natürlich auf eure aller Zuarbeit angewiesen. Ich stelle gleich ein Pad online und bitte darum, dass jeder MDL-Arbeitskreis-Referent entsprechende Erfolge reinschreibt, sodass wir da dann an diesem Gesamtwerk arbeiten können. Ansonsten haben wir, wie der Vorstand uns beauftragt hatte, Weihnachtskarten und kleine Präsente besorgt. 200 Weihnachtskarten sind da und können verschickt werden. Fürs weitere Vorgehen wird dann Moni gleich noch was sagen. Ansonsten war es das im Moment. Vielen Dank. Ja, ich nehme das gleich mal auf. Die sind gestern gekommen und zwar gibt es diese Weihnachtskarten von der Fraktion. Wir werden die an einige in der Landtagsverwaltung verschicken. Aber wenn ihr irgendwie Verbände irgendjemanden habt, dem ihr von der Fraktion eine Karte schicken wollt, Simone hatte gesagt, hier Verbraucherberatung oder was, die liegen bei mir im Büro, ihr könnt euch die jederzeit abholen. Da steht hier halt ein kleiner Spruch drin, dann könnt ihr die entsprechend unterschreiben und abholen. Ich habe da 200 Stück so, also sind es plus minus 10. Für jeden, der eine braucht vielleicht ein paar mehr oder weniger. Wie gesagt, wer da Interesse dran hat, kann die sich gerne bei mir im Büro abholen. Und ihr dürft die auch scannen und als E-Mail verschicken. Bitte? Ja, auch. Also ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr einen Stapel von Karten geschickt und ich werde sicherlich dem einen oder anderen da auch postalisch eine zurückschicken. Dann haben wir, das ist wahrscheinlich nicht überraschend, sowohl die Mammelsitzung von gestern Abend etwas vorbereitet und die Fraktionssitzung von heute. Wir haben über das Papier von Radbert gesprochen und haben gedacht, das ist ja auch so hier angeklungen, dass wir das mit in die Klausurtagung nehmen für den dritten Tag, wenn wir da auch über Strategien, Aktionen sprechen, dass man das dann vielleicht auch nochmal in die Diskussion mit einbezieht. Wir haben über den Koalitionsvertrag im Bund gesprochen. Also der Daniel Düngel war in der Vorstandssitzung dabei und er sagte, dass die Caro, unsere zweite Vorsitzende, darum bittet, dass wir auch hier das genau analysieren. Die Caro hat auch die Aufgabe übernommen, die Arbeit mit den Fraktionen etwas besser zu vernetzen und zu verzahnen, sodass sie da unser Ansprechpartner ist. Sie wird sicherlich auch in nahe Zukunft hier einmal an der Fraktionssitzung teilnehmen. Dann, das haben wir aber gleich hier, glaube ich, auch auf Punkt, dann geht es mir um eine Fraktionskasse, aber ich glaube, das steht hier gleich sowieso auf der TO. Und ich glaube, das war so ziemlich das Wichtige. Ich möchte die 5, die sich jetzt noch nicht für die Klausurtagung angemeldet haben, die möchte ich bitten, das bis heute Mittag um 14 Uhr zu tun, weil wir halt den Vertrag mit dem Hotel abschließen müssen. Und geht bitte gleich eben zur Britta und sagt da Bescheid.
Ja, so, ich kann das sagen, wer das ist. Wollte ich jetzt irgendwie. Ja, kann ich sagen. Stefan, Nico, Michelle, Daniel, Schwert und Toso haben sich noch nicht gemeldet. Da gibt es keine Info. Danke, Moni. Als nächster hatte sich der Kai gemeldet. Ja, Moni, du hast gesagt, wir werden über das Strategiepapier von Radbert auf der Klausurtagung reden. Heißt das jetzt, wir reden heute nicht darüber, weil terminlich gesetzt ist das ja eigentlich vor der. Du meinst jetzt von dem Plan? Also der Plan, so wie er da dargestellt ist, der funktioniert einfach so nicht. Das hat auch, ich habe mich ja am Freitagabend hier mit dem AK Bildung NRW, waren wir ja hier im Landtag und haben geredet. Und da sind ganz viele Punkte auf schulischer Ebene drin, die einfach so nicht gehen. Also wir haben da schon gesagt, wenn, dann muss man das schieben. Wenn man sowas macht, schieben auch bis nach, die Sommer, nach den Sommerferien, wenn Schule anfängt. Aber da sind, das lässt sich so auch nicht umsetzen. Das geht auch jetzt nicht in der Kürze der Zeit. Insofern sehe ich das jetzt nicht zeitkritisch prinzipiell, in der Klausurtagung darüber zu reden. Dann war ich als nächster dran. Ich habe leider immer, Thema jetzt Wechsel, Klausurtagung, ich habe immer noch nicht gefunden, wann wir das beschlossen haben, diese Klausurtagung an dem Termin. Fände ich schon sinnvoll. Doch eben in die Redmine-Übersicht mit den Beschlüssen. Nicht gefunden, tut mir so leid. Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Können wir das kurz beschließen? Komm, das war nur Trollen. Also, ich fände schon gut, gibt es denn da einen Beschluss? Nein. Ja, an der Stelle möchte ich denjenigen oder diejenigen bitten, die das eingestielt haben, einen Beschluss herbeizuführen, weil ohne Beschluss sehe ich nicht, dass die Fraktion dafür Geld ausgibt. Ganz einfach. Möchtest du da was zu sagen, Moni? Dann ist erst der Daniel dran, dann der Michel. Nee, ich stell das macht keinen Sinn. Gut, dann ist der Michel dran und dann der Daniel. Also ursprünglich ist ja diese Planungsziele irgendwas Klausur eine Idee gewesen, die einfach mal so in den Raum geschmissen wurde, dann hieß es, okay, das sollten wir machen. Dann entwickelte sich das zu, wo machen wir das denn? Komm, wir machen das im Landtag. Dann gab es eine Diskussion darüber, dass wir das besser nicht im Landtag machen sollten, sondern am besten in einem Hotel irgendwo in Düsseldorf zur Not, weil im Landtag immer das Problem ist, dass Leute dann in ihr Büro gehen oder sonst irgendwas ist oder es gerade Mittagessenszeit oder hat man nicht gesehen. Und daraus entwickelte sich dann, nee, dann lass uns doch lieber eine Stadt ein bisschen weiter wegnehmen. Dann ist es halt Bonn geworden. Wie es dazu gekommen ist, kann ich nicht zu sagen. Aber ich persönlich bin davon ausgegangen, dass aus meinem ursprünglichen Lass uns das mal machen ein Beschluss des Vorstandes geworden ist, das zu tun, weil sonst wäre es bestimmt nicht zu einer Buchung oder Ähnliches gekommen. Und zur Not hat das Simone auch in ihrer möglichen selbstbestimmten Rahmen bestimmt gemacht, den sie hat. Wo sie keinen Beschluss für braucht, Toso. Danke, dass du mir so gut zuhörst. Keinen eigenen Rahmen. Los geht's. Doch, die hat bestimmt einen eigenen Rahmen. Ja. Bilderrahmen oder irgendwie so Sachen. Der Daniel. Ja. Cooler Move, Michel. nein, also wir haben in der Fraktion keinen Beschluss getroffen. Ich gucke mir auch hier und da die Vorstandsprotokolle an. Da steht auch kein Beschluss zu drin. Haben wir einfach versäumt. Sollten wir nachholen, das ist das, was Toso anregt, letzten Endes dazu. Ich glaube, Termin und so weiter, Terminfindung ist ja einigermaßen unstrittig. Ich beantrage das jetzt, dass wir das halt hier vom, was ist das, 8. bis 10. 10. 10. 1. so. 1. bis 10. 10. Was? Also 8. bis 10. Januar, dass wir da in dieses Bonn fahren und uns da über Strategien und sowas unterhalten. Aber ich habe gleich noch was anderes. Gut, gibt es weitere Rückfragen, sonst würde ich die Widerstände dazu abfragen. Liegt jetzt gleich vor in Textform. Ja, das befürchte ich. Bitte entschuldigt, dass ich das in Textform nicht vorbereitet habe, den unvorbereiteten Antrag. Ja, des gesamten Vorstandes, nicht von Boni alleine. Ist die Geschäftsführung, sind
Ein Fraktionsvorstand, ein Fraktionsgeschäftsführer, den es gerade nicht gibt. Also falsch. Nein, das wäre mit mir zusammen, das haben wir beschlossen. Okay, da kannst du mir dazu den Beschluss sagen. Den such doch einfach mal selbst. Den haben wir vor etwa zwei oder drei Fraktionssitzungen. Den kann ich dir ziemlich zügig zeigen. Ja, ich warte auf den Text. Ist er da? Ja. Ihr wisst ja, Beschlüsse nur in Textform. Und an der Stelle warten wir jetzt gerade auf ein wenig Text. Der steht doch da. Text. Steht der da? Ja, da steht viel Text, aber... Kann man das wieder irgendwie ändern, Herr Abstand? So kann man viel lesen. Gut, wer den im... Gibt es einen Widerstand zu dem in Zeile 71 gestellten Antrag? Außer einen farblichen. Ich lese ihn nochmal vor. Daniel D. beantragt, dass man vom, ich sag mal, dass die Fraktion vom 8.1. bis 10.1. gemeinsam nach Bonn fährt. Nee. Gemeinsam eine Klausur in Bonn abhält. Ja, das ist korrekt. Um dort über Strategien zu beraten. Drei Tage nach Bonn fahren halte ich auch für zu lang. Gut, gibt es da Widerstände zu? Das sehe ich nicht. Jetzt möchte ich aber dann gleich auch so wieder. Gut. Zu den wichtigen Sachen zu. Dann ist der Daniel jetzt nochmal dran. Ups, der ist doch gar nicht da. So, der Frank winkt. Der Frank, möchtest du jetzt zu dem Punkt? Nee, der wollte einfach nur winken, glaube ich. Zu dem Punkt Fraktionsklausur. Dann los. Fraktionsklausur, dann bitte. Okay, und zwar, ihr wisst ja, dass ich immer ein Fan dieses Fraktionskalenders bin, wo der 8. bis 10. bisher nicht drin stand als Fraktionstermin, wo aber der 25. und 26. Februar drin steht mit Klausurtagung. Und da wollte ich dann nur kurz fragen, ob wir denn für den 25. und 26. Februar eine Klausurtagung irgendwie verabschiedet haben oder wie dieser Termin da reinkommt. Das kann ich dir sagen. Du machst das schon, oder? Ja, wir haben eine Terminplanung fürs nächste Jahr komplett ungewöhnlich, aber. Und genau da ist dieser Termin mit abgestimmt worden. Dass das jetzt doppelt gelaufen ist, ist genau der Punkt, den ich an der Stelle bemängel, dass wir dazu zu dem ursprünglichen Termin im Januar keinen Beschluss herbeigeführt haben. Los, Frank. Ja. Das ist soweit schön. Was bedeutet das nur für diesen Termin 25. und 26. Februar? Haben wir dann noch eine Klausurtagung oder ist die jetzt hinfällig? Wir haben also dann noch eine. Genau. Okay. Es sei denn, es liegt irgendwo ein anderer Beschluss, der mir nicht bekannt ist. Ich glaube aber nicht. Ob wir den durchführen, können wir dann ja immer noch entscheiden. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, Wasser rein, solche Sachen. Gut. Weitere Fragen zur Klausurtagung, sonst möchte ja Daniel gerne was anderes sagen. Hau rein. Ja, wobei ich jetzt gerade noch mal über die Aussage gerade von dir, Toso, nachdenke. Ich denke halt besser nicht drüber nach. Aber, also wenn irgendjemand der Meinung ist, dass wir diese Februar-Klausurtagung ausfallen lassen sollten, dann plant das vielleicht vorzeitig, weil ich finde es auch cool, wenn man zum Beispiel vorzeitig dann Termin oder frühzeitig Termine absagt, die nicht nur plant, sondern die gegebenenfalls dann auch frühzeitig absagt. Mir persönlich erleichtert das so ein bisschen meine Terminplanung und Organisation. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist für mich an der Stelle allerdings auch eher sekundär, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll. Möchtest du dazu was sagen? Ansonsten, ich würde mich gerne über Politik noch unterhalten. Inhalt, tut mir ganz kurz nur. Na dann, hau rein, Frank. Wir haben nur gerade erst 10.23 Uhr. Ich würde dazu gerne den Antrag stellen, dass wir bis nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle, uns Gedanken machen und nächste Woche entscheiden, wie wir mit dem Februartermin umgehen. Entweder absagen oder... Das mache ich gerade. Ich muss den Text von mir reinschreiben. Hilfe. Ja gut, dann mache ich das. Ihr könnt ja über was anderes reden. Ja, ich wollte nur, weil das jetzt möglicherweise ein bisschen in dem Bericht des Vorstands halt untergegangen ist, nochmal auf den Koalitionsvertrag halt tatsächlich eingehen.
Moni hat ja gerade gesagt, also in der Referentenrunde ist das gestern kurz thematisiert worden. Ich hatte ja am Freitag auch eine Mail geschickt. Überraschenderweise gab es halt jetzt auf diese Mail nicht so wahnsinnig viele Reaktionen aus der Fraktion. Ich habe mal kurz noch vorhin durchgezählt, es war keine. Ich könnte das jetzt halt so interpretieren, dass ich mir denken könnte, ihr habt sofort den Link aufgerufen und seid halt alle in dieses Pad schnell gesprungen und habt euch euren Fachbereich rausgenommen und dementsprechend damit gearbeitet. Es geht um den Koalitionsvertrag. Michael, ich kann dir das sagen, wir reden gerade über den Bericht des Vorstands und ein Thema daraus war tatsächlich... Okay, wir haben keinen Antrag vorliegen. Frank sagte, er möchte nächste Woche einen Antrag stellen. Wir können jetzt darüber abstimmen, ob Frank nächste Woche einen Antrag stellen möchte. Da steht, Frank stellt den Antrag. Bis dahin habe ich gelesen und dann habe ich gewartet. Ja, du, mach beides, hör einfach auch zu. Ich möchte einen Gegenantrag dazu stellen. Okay, viel Spaß, nachher könnt ihr gerne machen. Ich rede jetzt über den Koalitionsvertrag. Frank hatte gerade angekündigt, nächste Woche einen Antrag zu stellen. Du kannst das gerne in der Aufzeichnung nachher nachhören. Also ich würde euch einfach hier nochmal ganz herzlich bitten, nicht nur, dass die Referenten natürlich in dieses Pad schauen, sondern dass ihr mit in dieses Pad guckt. Der Koalitionsvertrag wird uns vermutlich die nächsten Jahre irgendwie hier noch beschäftigen. Die besondere Konstellation und so weiter, was Schwarz-Rot im Bund, Rot-Grün auf Landesebene und so weiter angeht, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erläutern. Das Ganze pressiert insoweit ein wenig, weil natürlich auch die Bundespartei damit so ein bisschen was machen möchte. Der neue Bundesvorstand hat ja auch angekündigt, tatsächlich politisch aktiv zu werden. Wenn wir gleichzeitig sagen, wir wollen so etwas koordiniert mit unserer Partei machen, dann wäre jetzt der Zeitpunkt halt tatsächlich gekommen, sich damit auch auseinanderzusetzen, damit das so einigermaßen dann auch koordiniert funktioniert. Ich möchte euch also ganz herzlich bitten, da ein bisschen reinzugucken, ein bisschen Input zu geben. Eure Referenten, die ihr habt, selbstverständlich auch nochmal so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass das irgendwie was Gutes wird. Ich bin da ganz guter Dinge. Da steht auch schon übrigens ganz viel drin. Da haben schon ganz viele Leute mitgearbeitet. Aber es kann ja nicht schaden, wenn wir das auch tun. Danke, Daniel. Wir sind eigentlich über die 15 Minuten drüber. Ist ja schon nächste Woche. Warte mal. Frank stellt den Antrag bis zur kommenden Fraktionssitzung über den Fortbestand des Klausurtermins im Rahmen eines Vorstands- oder Umlaufbeschlusses zu entscheiden. Ich sag mal so. Du kannst sowohl einen Umlaufbeschluss stellen, wie auch einen Antrag an den Vorstand. Sollte keine Entscheidung zustande kommen, ist in der nächsten... Kannst auch du einen Antrag an die Fraktionssitzung stellen. Ich sag mal, mach einfach. Ist möglich. Also das ist jetzt keine Entscheidung, die wir hier abstimmen können. Gut. Gut. Gibt es weitere Rückfragen zum Bericht des Vorstandes? Sonst würde ich zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Ja, dann beschließen wir erst, ob wir weitere 15 Minuten zum Bericht des Vorstands sprechen möchten. Ja, mag sein, aber 15 Minuten. Gut, gibt es Widerstand, weitere 15 Minuten mit dem Bericht des Vorstandes zu verbringen? Maximal. Björn, du notierst das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir können auch so eine Laola rausmachen. Nee, das ist Kacke zu zählen. Ja? Wenn du schnell genug bist? Ja, aber ich? Ja. Gut, also zweite Option. Gibt es Widerstand in der Tagesordnung, wie geplant weiter fortzufahren? 1, 2, 3, 4, 5. Damit ist der Widerstand größer, weitere 15 Minuten mit dem Bericht des Vorstandes zu verbringen. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Anträge zum nächsten Plenum.
ab Zeile 84, Haushaltsrede, Nachlese zur Antragsphrase. Achso, das sind mehrere Punkte. Fangen wir an mit der Haushaltsrede. Steht als erster da drin. Nee, Moni? Ja, ich hatte es reingeschrieben, was hat sich eigentlich erledigt? Wir haben das gestern in der Referentenrunde besprochen und schon planen mit Zulieferung gemacht. Das ist eigentlich geklärt. Okay. Der Plan ist, dass wir am Mittwoch was bekommen und den Rest Freitagmorgen und dass wir uns dann zusammensetzen und gucken, dass wir was zustande bringen. Im Moment gehe ich davon aus, dass Joachim redet. Soweit ich weiß, machen wir aber die genauen Redeslots-Verteilung und so weiter erst in der nächsten Fraktionssitzung, wenn ich mich... Ja, brauchst du eine Rede, 20 Minuten. Nein, die Rede, hat Moni ja gerade erklärt, wird vorbereitet. Gut, dann los. Wer möchte dazu sprechen? Der Daniel. Ja, ich wollte noch meinen Namen in den Ring werfen, vielleicht so eine Rede zur dritten Lesung zu halten. Nein, Quatsch. Ich habe eigentlich das ist wirklich Quatsch, ne? Eine Verständnisfrage. Ihr hattet euch ja, lieber Joachim, zur ersten Lesung verständigt, Dietmar und du. Vermutlich wird es ja nicht ganz überraschend sein, wenn Dietmar auch zur dritten Lesung sprechen möchte oder irgendwie sein Interesse dazu anmeldet. Hattet ihr euch diesbezüglich seinerzeit auch schon irgendwie vereinbart oder darüber gesprochen oder habt ihr rein über die erste Lesung geredet? Alles klar? Das ist jetzt aber nicht verständlich. Ja, ja. Okay. Der Daniel möchte noch was fragen. Ihr habt euch nicht verständigt, heißt, ihr habt noch nicht drüber gesprochen oder hat es bislang Dissens gegeben? Okay, dann einfach nur die Bitte, sprecht miteinander und überlegt euch was. Jetzt möchte der Joachim was sagen, bestimmt. Ich finde es schon schön, weil Haushaltsreden sind eine harte Sache, denn derjenige, der spricht, egal wer, die Rückendeckung durch die Fraktion hat. Deswegen fände ich es klasse, wenn wir darüber einfach einen Beschluss fassen. Dann ist der Daniel nochmal dran. Ich kann jetzt für mich sagen, dass ich sowohl hinter dir als auch hinter dem Dietmar stehen würde. Also insofern, ich finde es jetzt blöd, dass wir diese Entscheidung letztlich herbeiführen. Es sei denn, ihr kriegt euch wirklich nicht geeinigt. Dann müssen wir das machen. Aber sprecht doch vielleicht erstmal miteinander. Der Lukas hatte sich gemeldet. Ich kann den Joachim aber so ein bisschen nachvollziehen. Das ist ja quasi so eine Rede, wirklich maßgebend für die ganze Fraktion. Und ich finde es sehr einfach zu sagen, hier einigt euch mal, wir stehen hinter beiden. Das ist natürlich die bequemste Lösung. Aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass es da Probleme gab und vermutlich auch Probleme bzw. Reibungspunkte geben könnte. Und ich denke auch, dass die Fraktion da so viel Mut aufbringen müsste, um halt einen Redner von uns für diese relativ wichtige Aufgabe dann einfach mal in den Ring zu schicken, um halt auch eben dieses Konfliktpotenzial dann daraus zu nehmen. Zuerst der Daniel, dann der Daniel, dann der Kai. Ich würde dann gerne einen Antrag stellen, und zwar folgendermaßen, so eine Art Vorratsbeschluss, dass wir zunächst mal sagen, die beiden mögen miteinander sprechen und gucken, ob sie einen Konsens herbeiführen. Und wenn es keinen Konsens gibt, dann würde ich vorschlagen, dass Joachim die Rede hält. Das so als Antrag. Na, also wir haben ja die Situation, klar, es gibt Konflikte, aber zunächst einmal sollten die beiden miteinander reden und versuchen, ob sie eine einvernehmliche Lösung herstellen. Und wenn nicht, dann legen wir das halt so fest. Dankeschön. Möchtet ihr jetzt zuerst den Antrag behandeln oder weitere? Ich habe eine Alternative. Alternativ und Frank. Los geht's. Der Daniel, dann der Kai, dann der Frank. Ja, ich würde gerne den gleichen Antrag stellen, allerdings ohne den letzten Passus uns auf Joachim festzulegen, wenngleich ich das unterstützen würde an sich. Ich finde es allerdings jetzt in gewisser Weise unfair, weil Dietmar jetzt nicht hier sein kann aufgrund der Reise.
er kann sicher jetzt im Prinzip nicht irgendwie erläutern. Also mein Antrag ist derselbe, allerdings ohne die alternative oder die endgültige Festlegung dann auf Joachim. Ich weiß nicht genau, wie wir es dann irgendwie vereinbaren können. Vermutlich müssen wir dafür einen Umlaufbeschluss oder sowas ansonsten machen, wenn da keine Lösung herbeigeführt werden kann. Aber ich sehe jetzt keine so richtig andere gute Möglichkeit. Kai, Frank, Joachim. Ja, was Daniel sagt, im Umlaufbeschluss und den Dietmar vorher involvieren, weil wenn wir das jetzt abstimmen, haben wir nächste Woche ein Problem. Das ist relativ sicher absehbar. Und von daher, ja, das können wir einen Umlaufbeschluss machen. Wenn nächste Woche als Abstimmung zu spät ist, was gerade geäußert wurde, dann muss es halt durch einen Umlauf. Frank? Ja, ich finde den Antrag von Daniel etwas schwierig, weil die Verhandlungsoptionen sind zumindest für den einen Teil ein bisschen doof. Weil wenn man sich nicht einigt, dann ist eine blöde Geschichte. Aber grundsätzlich meine ich meine, wir können immer alles anders machen, wir sind ja Piraten, aber ich glaube, in so einem Fall die letzte Rede halt zum Haushalt ist, finde ich, was den Fraktionsvorsitzenden betrifft. Und ich finde das okay, wenn wir uns einfach dahinter stellen und nicht so Geschichten mit Umlaufbeschluss oder solchen Sachen machen. Ja, ich würde gern einfach noch was Erläuterndes dazu sagen. Ihr habt mich ja gerade gefragt, wie es ist, ob Dietmar und ich uns darüber schon verständigt haben, jetzt über die dritte Lesung. Es hat schlicht und ergreifend einen ganz einfachen Grund, dass wir das noch nicht getan haben. Das ist nicht die Andeutung eines Dissenses, sondern einfach wahnsinnig viel zu tun, vor allen Dingen auch was den HFA angeht, war Dietmar in der letzten Zeit sehr stark involviert, sodass wir keine Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen. Das nur zur Erläuterung. Dankeschön. Gibt es jetzt noch den Willen, den geänderten Beschluss, wie Daniel und Kain formuliert haben, abzustimmen? Oder Daniel, bestehst du auf dem Beschluss, den du eben zuerst formuliert hast? Ich kann halt nicht einschätzen, wie weit es Widerstände jetzt gibt gegen das eine oder das andere. Mir ist es letztlich, ich kann mit beiden leben. Also, dann würde ich sagen, wir stimmen darüber ab, dass wir Joachim und Dietmar unser vollstes Vertrauen aussprechen. Das ist übel. Aber wir sind nicht die Angela. Eben, wir sind nicht die Angela, wir können das. Gut, gibt es Widerstände, dem so zu folgen wie beschrieben? Dass wir sowohl Joachim wie auch Dietmar, ja, die Antragsteller schreiben ja nicht. Los geht's. Steht da jetzt in Zeile, was ist das? 98. Darüber abstimmen Dietmar und Joachim das vollste Vertrauen zur Haushaltsrede in der dritten Lesung 2013. Auszusprechen. Und die Fraktion bittet darum, ganz hinten. Bittet um Verständigung zwischen beiden. Gesundheit. Danke. Gibt es da jetzt noch... Bis wann? Mittwoch. Nächste Woche. Moni? Ja, müsste dann da nicht hinter das, was wir gerade besprochen haben, dass ansonsten ein Umlaufbeschluss dazu gemacht wird? Also das... dass wir irgendwie auch klar machen, dass es dann eine Klärung gibt. Ich würde so ungern darüber beschließen, dass wir irgendwann mal nochmal einen Beschluss machen. Wir können immer einen Umlaufbeschluss starten. Das gleiche Thema hatten wir eben schon mal. Das macht halt keinen Sinn. Jeder von uns kann jederzeit einen Umlaufbeschluss mit dieser Thematik einstellen. Nee, jederzeit ja nicht. Solange die Einigung läuft, wäre es ja untunlich. Trotzdem könnte man das. Es wäre ungeschickt und nicht schön, aber es wäre durchaus möglich. Ne? Deshalb, ich würde das jetzt gerne so lassen. Gibt es da Widerstände zu, das so zu lassen? Nico. Möchtest du begründen, oder?
Ja, ich würde gerne aufnehmen, dass wir eine Frist setzen, damit man dann auch weiß, wenn es bis dahin keine offizielle Einigung gibt, dass dann wer auch immer aktiv werden kann, vielleicht einer der beiden Beteiligten, ansonsten der Vorstand oder jedes andere der 20, 19 Piratenmitglieder, dann sagen kann, machen wir einen Umlaufbeschluss dazu, weil es wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt nach dieser Sitzung hingehe, den Umlaufbeschluss einstelle, wenn die noch keine Chance hat, miteinander zu reden. Dann sag das mal eine Frist. Vielleicht Joachim... Ich will dir ja nicht in deinen Terminplan da reinfuschen. Wenn du einen Hinweis geben könntest, wäre das vielleicht hilfreich. Bis wann schaffst du es, dich mit Dietmar zusammenzusetzen? Ich weiß nicht, keine Ahnung über deinen Terminplan, wenn er von der Ausschussleitung zurückkommt. Heute. Heute? Ja, okay, ich schicke ihm da eine SMS, dann würde ich sagen, zumindest vor der Vorbereitung der Rede, das wäre dann Donnerstag. Also bis einschließlich Donnerstag schafft ihr miteinander darüber zu kommunizieren und dann haben wir eine Lösung, oder nicht? Nico, ja. trifft das, was du da wolltest? Gut. Gibt es dann Widerstände gegen den so geänderten Antrag? Der Frank. Ohne Begründung, einfach so. Ja, gut. Also du willst den Antrag nicht ändern, du findest den grundsätzlich doof. Ja. Okay. Gut, dann frage ich noch, gibt es Widerstände... wir müssen jetzt dann alternativ die Nulllösung abstimmen, dass wir halt keinen Beschluss dazu herbeiführen. Gibt es Widerstände, dass einfach alles unabgesprochen so bleibt, wie es ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Damit ist dann der Beschluss wie in Zeile 98 beschrieben und in Zeile 100 geändert mit der Beschluss mit dem wenigsten Widerstand. Und ihr informiert uns dann nach Donnerstag zügigst, spätestens. Ihr dürft auch früher. Gut. Anträge zum nächsten Plenum, das war... die Haushaltsrede, wir würden jetzt, gibt's noch außer den nicht beschlossenen Anträgen von gestern aus dem Antragsmumble, gibt es noch weitere Punkte, die aus diesem Mumble zu besprechen wären? Das haben wir hier noch als Punkt drin. Bitte? Das ist extra, ja, genau. Nur alles, was da jetzt noch nicht drin steht, sehe ich nicht, gut. Dann können wir zum Tagesordnungspunkt Nummer 4 kommen. Das sind die gestern nicht behandelten Anträge. Fangen wir an mit dem Breitbandausbau verstärken. Ja, vielleicht ist er wichtig. Ja, genau, vielleicht ist ein Wasserkocher entdeckt worden. Genau, wir machen einfach bis 10 vor 11 Pause. Gibt es da Widerstand gegen? Ja, super. Kommt mir gerade sehr gelungen. Lukas, wirklich? Ich stelle den Antrag, irgendwas vorzuziehen. Was auch immer. Okay, ich muss genau, was auch immer. Wir scrollen da mal eben. 2 Kilometer nach unten. Hier, das mit den Reden zu Protokoll, bitte. Was hättest du gerne nach vorne? Ja. Wo steht das? Ganz unten irgendwo. 11. Dann kommen wir jetzt zu Zeile 300. Ach nee, gibt es Widerstand gegen den Vorschlag von Daniel? Nein. Gibt es Widerstand gegen den Vorschlag von Daniel? Nein. Gut. Dann kommen wir zu Zeile 317, Top Nummer 11, Plenarien zu Protokoll geben. Gibt es dazu Wortmeldungen? Daniel, bitte. Ja, ich hatte euch ja gestern noch eine Mail auch weitergeleitet, wenn mich nicht alles täuscht, zu der Thematik, was Reden zu Protokoll geben angeht. Wir hatten in der Präsidiumssitzung letzte Woche dazu eine relativ umfangreiche Diskussion. Die Problematik ist an sich die, dass die Reden eigentlich, also wenn Reden zu Protokoll gegeben werden, diese bis
zur, also bis vor Beendigung des jeweiligen Tagesordnungspunktes zu Protokoll gegeben werden müssten. Diese Verfahrensweise ist aber irgendwie unpraktisch, weil sie gleichzeitig auch im Prinzip der Prämisse widerspricht, dass ja an sich der Redner am Redepult frei reden sollte. Auch das steht ja irgendwo in der Geschäftsordnung geregelt. Insofern, wenn eine freie Rede gehalten werden sollte, dann kann er ja irgendwie schlecht gleichzeitig die Rede zu Protokoll geben. Es gibt bislang so eine unausgesprochene oder unausgeschriebene Regelung, dass also Reden, die zu Protokoll gegeben werden sollten, bis zum nächsten Vormittag oder am nächsten Vormittag spätestens halt eben dem sitzungsdokumentarischen Dienst zugeleitet werden sollten. Meine Aufgabe ist es, oder die Bitte aus dem Präsidium ist halt, diese Problematik, Thematik einfach nochmal in die Fraktionen hineinzutragen. Bei einer späteren Zusendung eines Protokolls, also wenn das erst ein paar Tage später oder sowas zugeschickt wird, könnte der Abgeordnete damit das Recht verwirken, dass diese Rede ins Protokoll mit aufgenommen würde. Ich halte das Ganze für relativ theoretisch alles. Ja, der Gerd guckt schon die ganze Zeit, also hat halt alles irgendwie was mit juristischem Gedöns zu tun. Ich sage mal kurz und zusammengefasst, bitte eure Reden spätestens am nächsten Vormittag eben zur Verfügung stellen. Wenn ihr sie halt direkt fertig habt, dann halt auch sofort. Das macht die ganze Verfahrensweise letzten Endes deutlich leichter. Wenn wir uns sehr darauf beschränken würden, zum Beispiel, dass mit dieser festen, starren Regelung bis zum Ende des Tagesordnungspunktes, dass die Reden eingereicht werden müssten, würde das praktisch auch dazu führen, dass so spontane Aktionen, was weiß ich, irgendeinen Tagesordnungspunkt runterzunehmen oder nur die Reden zu Protokoll zu geben und so weiter und so fort, damit faktisch nicht mehr möglich wären, weil niemals alle sechs Redner, die da auf dem Tableau stehen, ihre Reden wahrscheinlich vorbereitet haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist immer relativ groß, dass mindestens einer ja doch davon dann tatsächlich auch irgendwie freispricht. Gibt es dazu Fragen aus der Fraktion, was die Verfahrensweise angeht? Ich sehe keine Fragen aus der Fraktion. Ich glaube, das ist dann bestimmt auch verstanden worden. Stimmt. Gut, dann können wir an der Stelle zurück zum Tagesordnungspunkt 4 springen. Breitbandausbau. Da möchte der Daniel bestimmt was zu sagen, also Schwert. Also zunächst mal Entschuldigung, dass ich gestern nicht konnte. Ich dachte auch, ich hätte genügend Leuten Bescheid gesagt, offenbar nicht. Was den Breitbandantrag angeht, so ist das eine gemeinsame Initiative, die ursprünglich von dem zuständigen CDU-Abgeordneten, dem entsprechenden Referenten Linus und mir ausgegangen ist. Die haben wir gemeinsam besprochen, dass wir das gerne tun wollen. Da geht es insbesondere darum, dass wir im Moment die Situation haben, dass aus dieser sogenannten EFRE-Förderung, die aus EU kommt, dass die Aussage seitens der Landesregierung im Raum steht, man dürfe davon kein Breitband fördern. Und das ist unseres Erachtens nach falsch. Das stimmt so nicht. Zum einen sind wir durchaus in der Lage, aus den anderen Förderzielen, nämlich Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen, Innovationsförderung und so weiter, durchaus auch Mittel für den Breitbandausbau zu verwenden. Und zum anderen gibt es ja auch Einflussmöglichkeiten der Landesregierung auf diese EU-Kommission. Also die müssen sich nicht hinstellen und sagen, das wäre jetzt so Gott gegeben, so eine Entscheidung. Die haben durchaus Möglichkeiten, die zu beeinflussen. Und daher kommt jetzt die Idee, dass wir im Grunde die Landesregierung dazu auffordern wollen, 10% dieser EFRE-Mittel für die Breitbandförderung zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich der Kern des Antrags. Dankeschön. Moni, bitte. Ja, eine Frage dazu. Das heißt, Ausgangspunkt dieses Antrags ist sowohl von der CDU als auch von uns gekommen. Also so. Es ist kein eigener Antrag, wo wir als erstes da, also das als unseren Antrag... Nein, es ist ein gemeinsamer Antrag, der zwischen CDU und uns sozusagen entstanden ist. Und dann haben sich FDP und Robert eben mit angeschlossen.
Also nochmal Klarstellung, Ursprungsantragsteller war die CDU. Nee. Sondern? Die Ursprungsinitiative kommt von CDU und uns. Wir haben aber bereits relativ früh, da war also der Antrag noch in der Arbeit, mit der FDP halt gesprochen. Und nein, wer ist letztendlich Ursprungsantragsteller? Da wir den Antrag noch nicht eingereicht haben, niemand. Also letztlich Antragsteller wird sein, also vorausgesetzt, ihr stimmt dem zu, die CDU, die FDP, die Grüne und Robert. Die Idee stammt von CDU und uns, gemeinsam. Mann, was weiß Nein, ich? Das ich war weiß nicht die nicht Frage. Mehr. Gibt's da keine, ja, ich weiß nicht. Wir haben gegenseitig gesagt, dass wir mal über dieses Breitbandthema, die CDU ist da gerade im Breitbandthema sehr nah bei uns, immer wieder, also tatsächlich so. Die haben natürlich eine andere Motivation als wir. Die denken ja nun eher an die dahinterstehende Industrie als wir an die Menschen. Aber das macht ja nichts. Unsere Interessen sind gemeinsam. Wir haben gesagt, wir setzen uns zusammen an einen Mittagstisch und überlegen, was wir gemeinsam machen können. Und so ist es entstanden. Nico, bitte. Könnte ich nur kurz erfahren, wofür diese Frage oder die Antwort auf die Frage wichtig ist? Das ist spannend. Simone, bitte. Es geht doch einfach darum, wer auch entscheiden kann, wer mit auf den Antrag geht. Und genau. Wenn das unser ureigenster Antrag wäre, dem sich die anderen angeschlossen hätten, hätten wir da die Entscheidungsbefugnis zu entscheiden, wer da noch mit draufkommt. Das hatte ja gestern Abend schon mal kurz Thema. Und deshalb war das so wichtig, wer hat es erfunden? Nico hat eine Rückfrage und dann der Daniel. Das impliziert jetzt, dass da jemand nicht drauf soll? Wer, die CDU oder? Für mich nicht. Wieso? Okay, dann in der Reihenfolge, alles klar. Dann, ja. Ich weiß, es geht euch wahrscheinlich um Robert, ob der da drauf soll oder nicht. Ich finde es ziemlich albern, dass wir darüber diskutieren. Wir wollten eigentlich Politik machen und wenn ihr jetzt irgendwie mit so Spielchen an... Also, dann lasst uns einfach abstimmen, ob wir den Antrag gemeinsam einreichen. Ich werde auf diesem Antrag stehen und... Wenn ihr das nicht wollt, dann stehe ich halt auch notfalls alleine darauf. Ich habe kein Problem damit. Das ist unser ureigenstes Thema. Die Initiative, okay, gut, dann höre ich das an der Stelle auf. Nö, nee, ich will da runter. Daniel, bist du... könnten wir das mit dieser Rednerliste nochmal machen? Das wäre ganz gut, dann könnten alle partizipieren. Befürchte ich. Moni hatte sich gemeldet. Kein Grund zur Aufregung. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich weiß auch nicht, warum wir als Fraktion nicht auf den Antrag gehen sollten. Pass auf, du machst es. Ich würde dich allerdings bitten, Daniel, mich nicht als albern zu bezeichnen. Das hatten wir gerade. Ja? Ihr denkt darüber, der soll. Ist doch gar kein Stress. Ja, aber du... Sollte eigentlich aufhören, über die Sitzungsleitung zu diskutieren? Also ich gibt überhaupt keine Aufregung in dem Moment, finde ich, um die Sache. Das ist eine prinzipielle Diskussion, die man führen kann, wenn man möchte. Auf unseren eigenen Anträgen, ob wir Robert da mit draufnehmen, finde ich an dieser Stelle völlig deplatziert, weil es ein Antrag ist von CDU und uns. Insofern finde ich, ist der okay und finde ich jetzt überhaupt gibt es für mich jetzt hier keinen Diskussionsbedarf. Ich muss sie. Leider funktioniert der Fraktionslisten-Timer hier im Moment nicht. Deshalb muss ich die Rednerliste jetzt wieder händisch führen. Als nächster hatte sich der Daniel gemeldet, dann ich, Daniel Düngel. Ja. Möglicherweise können wir die Diskussion, was den konkreten Antrag und die Mitantragstellung von Robert Stein angeht, vielleicht beenden. Wenn wir das an der Stelle beenden möchten, dann würde ich allerdings gerne direkt einen neuen Tagesordnungspunkt dazu setzen, weil ich finde, dass wir darüber diskutieren müssen. Ich spüre hier sehr viel Unbehagen mit der Tatsache, dass Robert auf einem Antrag draufsteht, auf dem wir auch draufstehen. Ich teile dieses Unbehagen, sagen wir mal nur zu ganz geringen Teilen.
Und zwar dahingehend, dass ich mir eigentlich wünschen würde, wir hätten diese relativ bescheuerte Situation überhaupt gar nicht. Aber das kann ich nun mal nicht ändern, das habe ich nicht, ja, das habe ich nicht zu verantworten. Darüber haben wir ja auch schon tatsächlich lange genug diskutiert. Ich verstehe aber diese Diskussion dahingehend nicht, oder anders gesagt, wir reden hier auch bei anderen Anträgen nicht darüber, wer hier Mitantragsteller ist. Die Diskussion führen wir hier ansonsten in der Fraktionssitzung nicht. Das überlassen wir bislang immer demjenigen, der hier federführend den Antrag macht, dass er auch sich mit anderen Fraktionen verständigt, wer da irgendwie mitspielt und so weiter und so fort. Wir können gerne einen Beschluss fassen, dass wir auf unseren Initiativen Robert nicht mit drauf haben möchten. Dann besorgt dafür bitte eine entsprechende Mehrheit, dass wir so verfahren. Werde ich dann oder würde ich dann natürlich für die Anträge entsprechend respektieren, wenn das so ist. Aber ansonsten finde ich das relativ affig. Wir reden jetzt auch, also niemand fragt gerade, wer den Antrag ursprünglich gestellt hat, mit dem Hintergrund, warum ist da CDU oder FDP drauf. Es geht hier gerade einzig und allein um die Frage, warum ist Robert da letzten Endes mit drauf. Und das finde ich ehrlich gesagt etwas strange an der Stelle. Da müssen wir irgendeine Regelung finden, da müssen wir, wie gesagt, die Regelung mit Robert finden. Dann müssen wir auch hier festlegen, dass grundsätzlich Mitantragstellen, Fraktionen auch vorher hier bei jedem Antrag in der Fraktion beraten und beschlossen werden müssen. Wir haben gestern auch einen Antrag zu den Fanprojekten besprochen. Wir haben im Vorfeld nicht beschlossen, dass CDU und FDP dabei mitspielen dürfen. Das ist einfach gar kein Beratungsgegenstand hier in der Fraktion. Also insofern bitte ich da einfach einheitlich zu verfahren und das nicht irgendwie unterschiedlich zu machen, sobald da irgendwie der Name Robert Stein auftaucht. Danke, Daniel. Als nächster bin ich dran. Ich sehe das ganz anders. Wir haben hier immer über die Anträge besprochen. Da war jedes Mal, oder stand zumindest für mich immer im Raum, wer da Mitantragsteller ist. Und es ist auch jedes Mal begründet worden, dass da mit den Kollegen entsprechend gesprochen worden ist, die da die gleiche Meinung haben. Und ich sehe genau da den Unterschied. Die Kollegen, mit denen da aus den anderen Fraktionen gesprochen worden ist, haben sich für eine andere Fraktion bei der Landtagswahl oder für eine andere Partei bei der Landtagswahl aufstellen lassen, haben sich für die wählen lassen und vertreten deren Interessen. Ich sehe das jetzt gerade nicht mehr bei Robert Stein und an der Stelle möchte ich jeden nicht auf einem Antrag von uns stehen haben. Und an dem Punkt, wo er da draufsteht, möchte ich da gerne runter. So, der nächste ist der Daniel Schwert, dann der Nico, dann der Joachim. Also den Grund, warum er da mit draufsteht, nachdem die FDP eben auch also signalisierte mitzumachen, ist es halt einfach ein Signal, dass die gesamte Opposition hinter diesem Antrag steht. Das ist die gesamte Opposition, die insgesamt da ist, ne? Alle Parteien. Erstens. Zweitens, ich habe das bislang auch so gesehen, dass tatsächlich jetzt, ich sag mal so, ich als derjenige, der den Antrag ja so federführend begleitet hat, samt des Referenten und auch innerhalb der Arbeitskreise darüber gesprochen habe. Und bislang war das ausreichend. Ne? Ich hätte ja auch schon, als wir mit CDU zusammen die erste Version dieses Antrags hätten, ja auch schon zur FDP Nein sagen können. Aber aus welchem Grund? Ich möchte eigentlich, und was mit Robert angeht, habe ich auch schon signalisiert, ich werde nach wie vor mit Robert sprechen und tue das. Und das resultiert dann eben unter Umständen dazu, dass man auch mal was gemeinsam politisch macht. Und ich finde es kindisch, ich wiederhole das nochmal, wenn man das so an Personen festmacht, wo wir doch eigentlich gemeinsame Themen hatten und haben. Danke, Daniel. Als nächsten habe ich den Nico, dann den Joachim. Danke. Möchte mich dem anschließen und euch daran erinnern oder ins Bewusstsein rufen, dass es für euch offensichtlich, also für einige von euch, die jetzt damit ein Problem haben, dass ein Problem ist, den Namen Robert Stein auf dem Antrag zu haben, aber eben nicht zum Beispiel die CDU als Fraktion und damit auch alle Mitglieder der CDU-Fraktion und dann halt auch den in Anführungszeichen netzpolitischen Sprecher der CDU, Herrn Hegemann, ja, den Beauftragten für Steintafeln und sonst was, wenn ich eher, sage ich mal, also der in seinen Reden im Plenum jetzt wirklich gezeigt hat, dass er
bei unseren Positionen wirklich eigentlich krassester Gegner und überhaupt keine Ahnung hat. Und wenn wir jetzt gleichzeitig mit dem Anspruch dann hier sind, sachorientierte Politik zu machen, und das dann an dieser Stelle wird es da dann relativ offensichtlich, dass man sachorientierte Politik und dann diesen Widerstand bei dem Antragsteller, dass das nicht zusammengeht. Weil dann müssten wir auch bei anderen dann hier entsprechende Widerstände haben. Das sehe ich nicht und das ist ein Widerspruch. Und ich glaube, dass uns das nicht, weiterbringt, sondern lass uns auch das Signal setzen, das Daniel auch gerade angeführt hat. Hier geht es darum, die gesamte Opposition, und Robert gehört nun unzweifelhaft dazu, da er nicht Mitglied der regierungstragenden Fraktion ist, dass er auch auf diesen Antrag kann. Danke, Nico. Als nächstes Joachim dran. Ja, meine Argumentation geht eher in die Richtung, die eben der Toso vertreten hat. Ich würde mich da aber, Nico, auf eine ganz formale Position zurückziehen. Ein Antrag im Plenum zu stellen erfordert zwei Arbeitsschritte. Erstens, ihn zu schreiben und zweitens, ihn in der eigenen Fraktion oder in einer zusätzlichen Fraktion zu committen. Das ist ein Arbeitsprozess. Robert Stein hat zu diesem Antrag nicht ein einziges Komma beigetragen und er ist auch keine Fraktion. Von daher frage ich mich, wie viel Robert Stein in diesem Antrag steckt, rein formal. Er hat ja immerhin die Möglichkeit, diesem Antrag zuzustimmen. Warum soll er mit draufstehen? Er hat zum Antrag nichts beigetragen. Danke, Joachim. Der nächste ist der Danebot. Ob Robert zu dem Antrag etwas beigetragen hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber für mich ist es auch eher prinzipieller und ich sehe das wie Daniel Schwert auch. Im Prinzip, wenn wir jetzt so einen Beschluss fassen, wenn Robert auf irgendeinem Antrag steht, gehen wir davon weg. Wie kann das dazu führen, dass Robert sich auf jeden Antrag, der uns gefällt, mit draufsetzen lässt und dann sind wir da raus? Ich glaube nicht, dass er das tun würde, aber so eine massive Anti-Haltung gegen eine bestimmte Person gibt gewisse taktische Möglichkeiten für andere und die sehe ich nicht. Mir ist es egal, ob Robert Stein irgendwo mit draufsteht oder nicht. Mir geht es um den Inhalt von dem Antrag und wenn ich den gut finde, unterstütze ich den. Basta. Danke, Danebot. Als nächstes der Lukas dran. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, Robert Stein mit einer anderen Fraktion zu vergleichen, denn Robert Stein hat sich ganz gezielt gegen die Fraktion ja auch gewendet. Er ist ja nicht einfach gegangen. Er hat ja auch noch weiter in der Presse Aussagen gegen uns, gegen die Fraktion, gegen die Position und Positionierung der Fraktion ist er losgeworden, die eigentlich seine eigene, ich möchte nicht sagen Verwirrtheit, mir fehlt aber das passende Wort irgendwie dafür, outen, denn jemand, der mit so einer marxistischen Fraktion nicht zusammenarbeiten kann, jetzt auf einmal wieder auf deren Anträgen steht, nun, das ist nicht wirklich konsequent. Gleichwohl möchte ich euch alle davor warnen, denn ich sehe, dass auch diese Person nach wie vor ein großes Spaltungspotenzial hier in der Fraktion hat und ich würde euch darum bitten, sich ein bisschen zurückzunehmen, versuchen, die Emotionen rauszulassen, auch wenn es mir persönlich sehr schwer fällt, nach eben dieser ganzen Vorgeschichte, aber ja, diese Person hat nach wie vor Spaltungspotenzial für unsere Fraktion und das sehe ich jetzt hier ansatzweise und davon möchte ich warnen und ich möchte, dass ihr euch das einfach ins Bewusstsein ruft bei einer weiteren Diskussion. Danke, Lukas. Der Olaf ist der Nächste. Ja, da jetzt hier viel schon auch dazu gesagt worden ist, ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen, wie es vorhin auch vom Daniel vielleicht gefordert wurde. Wir machen keinen Antrag mehr mit Robert oder wir machen einen. Ich glaube, das muss man wirklich im Einzelnen machen. Mir gefällt es nicht, wenn wir es machen, aber wenn es jetzt wirklich ein Antrag ist, wo die CDU und die FDP mit drauf ist, dann finde ich es ziemlich schwierig zu sagen, nee, du darfst da nicht mit draufstehen, wenn danach gefragt wird. Wenn wir alleine einen Antrag machen, ist das nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Da können wir uns das ganz, ganz klar überlegen, nee, wollen wir nicht, also wir wollen nicht, dass da steht Piraten und Robert Stein, aber wenn da Piraten, FDP, CDU steht, ja meine Güte, dann kann da auch Robert Stein stehen, dann kann da von mir aus auch noch jeder andere stehen. Also das sollte man sich vorher überlegen,
Oder das muss man sich genau an der Stelle, genau im Einzelnen überlegen, was das für eine Signalwirkung hat. Und ich glaube, wenn die anderen Fraktionen da mit draufstehen, vor allem die ganzen Oppositionsparteien, dann ist die Signalwirkung relativ gering. Die wäre eben viel, viel stärker, wenn wir nur wir alleine draufstehen würden und dann Robert. Und dann würde ich auch ganz klar dagegen plädieren. Aber in dem Fall, ja, mit Magenschmerzen könnte ich dem zustimmen. Der Michel ist der Nächste. Ja, ich muss einen kleinen Rundumschlag machen. Zunächst mal zu Lukas. Ja, der Robert hat gesagt, er kann nicht mehr mit uns zusammenarbeiten und will jetzt aber auf einem Antrag von uns stehen. Ich kann auch mit vielen, oder sagen wir, ich könnte auch nicht mit der SPD zusammenarbeiten und trotzdem habe ich zumindest in dieser Fraktion oder mit dieser Fraktion schon auf Anträgen von denen gestanden. Das ist also ein ganz schwieriger Punkt, weil, jetzt komme ich zu Joachim, auf dem Antrag zu stehen ist ja nur noch mal eine stärkere Form von dem zuzustimmen. Du hast gesagt, er könnte mir auch zustimmen. Wir haben ja auch des Öfteren schon mal Anträge gesehen. Ich erinnere mich sogar an eine Situation im Plenum, wo wir den Antrag gesehen haben. Das war ein Entschließungsantrag. Da haben wir gesagt, boah, der ist geil, da wollen wir auch mit drauf. Und dann haben wir noch, in Anführungszeichen, alles dafür getan, auch auf den Antrag zu kommen, weil es einfach noch mal eine Stufe mehr ist, auf dem Antrag zu stehen und zu sagen, jawohl, da stehen wir voll hinter, als dem nur zuzustimmen. Weil beim Zustimmen kann man auch Bedenken haben oder Bauchschmerzen oder was auch immer. Wenn ich auf dem Antrag stehe, ist das mein Antrag. Von daher hätte ich grundsätzlich noch die Frage, oder würde ich grundsätzlich die Frage stellen, haben wir jemals abgelehnt, dass jemand, wenn die FDP kam oder die CDU kam oder eben Rot-Grün kam, haben wir jemals abgelehnt, dass die mit auf unseren Anträgen stehen dürfen, beziehungsweise wurde uns jeweils verweigert, sei denn aus Zeitgründen, wenn das jetzt tatsächlich so im Plenum kurzfristig war, dass wir auf anderen Anträgen stehen. Weil wenn wir das wirklich rein faktisch jetzt besprechen, dann geht es ja darum, da kommt jemand und sagt, ich möchte auf dem Antrag stehen, und behandeln wir jetzt jemanden anders als die anderen Fraktionen oder nicht, haben wir dazu oder sollten wir dazu einen entsprechenden Beschluss fassen? Das wäre die Frage, die ich dazu stellen würde. Also behandeln wir Robert Stein in dem Moment, wo er kommt, anders als Fraktionen? Die Frage wurde ja gerade schon gestellt. Und verweigern wir ihm in dem Moment dann die, dass er damit draufstehen darf? Und im Moment ist es so, er hat halt gesagt, er möchte mit draufstehen. Er steht im Moment als Antragsteller mit drauf und wir müssten darüber tatsächlich jetzt abstimmen, ob wir das so zulassen oder nicht. Ich habe ja gestern gehört, es wurde gerade gesagt, es wäre nicht Teil der Diskussion, doch gestern in der Fraktionssitzung wurde gesagt, wenn Robert Stein auf dem Antrag steht, dann will ich da nicht draufstehen. Das war eine ganz klare Aussage. Das habe ich heute auch schon gehört. Nee, wenn Leute sagen, sie wollen da nicht draufstehen, dann müssen wir darüber reden. Deswegen habe ich ja also gerade gesagt, dass wir darüber... Erstmal wäre es schön, wenn wir uns an die Rednerliste halten. Vielleicht hätte Lukas doch recht. Deswegen habe ich gerade gesagt, müssen wir genau über diesen Punkt abstimmen und sollten das vielleicht auch generell tun. Vielleicht können wir uns aber demnächst melden, wenn wir was sagen wollen. Der Frank ist dran. Okay. Ich möchte kurz an... Lukas' Anmerkung zum Spaltpotenzial erinnern, das scheint sich ja wirklich hier zu bewahrheiten, und an Olaf anknüpfen. Ich finde, die Diskussion, die wir hier gerade führen, die gehört hier nicht hin. Die müssen wir dann führen, wenn sich Robert an einen Antrag von uns anschließen möchte, als Einzelnen. Das haben wir hier nicht den Fall. Hier haben wir den Fall Opposition gegen Regierung. Das hat Daniel ganz deutlich gemacht, und zwar die komplette Opposition gegen die Regierung. Und nicht um nichts anderes geht es hier. Die ganze andere Diskussion sollten wir, wie gesagt, dann führen, wenn es angebracht ist. Jetzt hat das hier meiner Meinung nach nichts zu suchen. Und ich möchte den Antrag stellen, wenn ich einen stellen soll, dass wir sofort darüber abstimmen, über diesen Punkt. Gut, ich hätte jetzt noch Nico und Joachim auf der Rednerliste. Dann können wir auch ohne weitere Absprachen direkt die Widerstände zu diesem Antrag abstimmen. Gibt es Widerstand, diesen Antrag in der Form, wie er formuliert ist, ihn zu stellen? Bitte ich jetzt ums Handzeichen.
Ja, das ist jetzt aber da impliziert. Das war die Frage, das ist impliziert. Das ist da impliziert. Weil also verstehe ich das richtig? Es steht nachher, wenn das positiv verabschiedet wird, die Fraktion drauf. Das ist nicht unser Antrag. Dann hätte ich gerne gewusst, dann habe ich das nicht richtig interpretiert, dann hätte ich jetzt gerne gewusst, was wir genau abstimmen möchten. Dieser Antrag ist so einkompliziert. Björn, könntest du genau ein bisschen nach oben scrollen? Genauso wie der Antrag da drin steht, ob es da Widerstände gibt, den so zu stellen. Nee, ich weiß ja jetzt noch nicht mal, ich kann ja jetzt noch nicht mal synthetisieren. Also es ist jetzt klar, wir stimmen genauso über diesen Antrag in dieser Konstellation ab. Das ist jetzt jedem bewusst. Kai? Ja. Gut. Gibt es da Widerstände, diesen Antrag so zu stellen? Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Dann frage ich auch die Nulllösung ab. Gibt es Widerstände, gar keinen Antrag zu stellen? Damit wird der Antrag, so wie er da steht, gestellt. An der Stelle kann ich dann nach der Diskussion und der Abstimmung sagen, ich werde versuchen, ob es eine Form gibt, mich dazu zu erklären, dass ich diesen Antrag nicht unterstütze in dieser Art und Weise, und zwar im Plenum. Genau. Das werde ich tun. Ja. Ich sehe das auch sehr, sehr schwierig. Daniel. Ja. Ich würde gerne zu dieser Sache noch zwei Anträge stellen, bin mir allerdings unsicher, ob ich formal dazu einen separaten Tagesordnungspunkt stellen müsste, weil das eigentlich mit dem Antrag nichts zu tun hat. Wenn es mit dem Antrag nichts zu tun hat, müssen wir einen neuen Tagesordnungspunkt haben. Dann bitte ich darum, einen neuen Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung mit aufzunehmen, und zwar im Anschluss an all das, was mit Plenum zu tun hat, wo ich zwei Anträge stellen kann, die unsere Verfahrensweise bei Anträgen mit oder ohne Robert Stein angeht. Weiß nicht, ich bringe den Satz mit Verben zu Ende, keine Ahnung. Nico, eine Änderung zu dem Antrag, oder? Ja, im Hinblick auf das, was Lukas angemerkt hat, ich sehe jetzt nicht, dass das zeitkritisch ist, dass wir das zwingen. Also ich sehe, dass es wichtig ist, dass wir das klären sollten. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt zwingend direkt heute sein muss, und würde darum bitten, das auf eine andere, von mir aus die nächste Fraktionssitzung zu verlegen. Gut. Ich interpretiere das mal als Widerstand dagegen, das so zu machen, wie Daniel das vorgeschlagen hat. Dann, Daniel, du ziehst das zurück, dann brauchen wir da nicht drüber abzustimmen, dann sprechen wir da nicht weiter drüber, es sei denn, jemand möchte das übernehmen, wie Daniel das vorgeschlagen hat, gibt es nicht. Gut, kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6, Große Koalition am Horizont, das schönste Weihnachtsgeschenk für unser Land. Da möchte die Moni was zu sagen, los geht's. Ja, ich hatte ja gestern den Auftrag übernommen, mit Gerhard darüber zu sprechen. Gerhard ist auch hier und hat also auch Bedenken geäußert, dass wir den Antrag sofort einfach zurückbekommen. Vielleicht lassen wir Gerhard eben da eine Einschätzung zu abgeben, dass wir da eine Gesprächsgrundlage haben. Daniel, möchtest du zuerst sagen? Gut, danke, Gerd. Ja, nur ganz kurz, ich habe den Antrag heute Morgen gelesen. Ich glaube, dass der formal unzulässig ist, weil er keinen Bezug zur Landespolitik hat. Das wird auch nicht dadurch hergestellt, dass da verbal eine Bezugnahme auf Mitglieder der Landesregierung erfolgt. Frau Kraft hat ja nicht als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen verhandelt. Armin Laschet auch nicht als Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen, sondern jeweils als Parteifunktionäre.
Und darum glaube ich, ist absehbar, dass dieser Antrag schon nicht über die Landtagsverwaltung hinausgehen wird. Er wird ja da eingereicht und auch nochmal geprüft. Ich glaube, dass er schon von da zurückkommt mit der Bemerkung unzulässig. Im Übrigen finde ich das, wenn ich das noch sagen darf, immer gut, wenn man, also von der Idee her, jetzt wie gesagt, Einbringung ist unzulässig, wenn man das in irgendeiner Art und Weise politisch so verwertet. Mir ist allerdings aufgefallen, zum Beispiel jetzt hier unter 13 steht der Begriff sippenhaft. Ich konnotiere sippenhaft immer mit bestimmten Unrechtsmethoden der Nazis. Und normalerweise fängt man sich dann nicht ganz zu Unrecht immer den Vorwurf ein, man würde zum Beispiel die Bundesregierung mit dem Naziregime gleichsetzen. Vielleicht kann man da noch, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Vielleicht kann man den Begriff da an der Stelle vielleicht noch austauschen. Danke, Gerd. Ich habe jetzt den Daniel Schwert und den Nico auf der Rednerliste. Ich habe insgesamt sehr viel Widerstand so gespürt bei diesem Antrag, also sowohl innerhalb der Fraktion als auch außerhalb. Und mir ist es bei so einer Vorgehensweise eines solchen Antrags halt wichtig, ja nicht nur einfach so eine 51-49 Mehrheit zu kriegen, sondern wirklich, dass sich alle damit oder überwiegend alle damit wohlfühlen. Das ist nicht der Fall. Insofern würde ich diesen Antrag sowieso, also ich selber würde ihn so nicht mehr stellen. Aber es ist ja nach wie vor so, dass wir das verwerten können. Es gab den Vorschlag, das als Blogpost zu tun. Das kann ich gerne tun. Das würde ich in jedem Fall gerne tun. Wir können ihn singen. Singen oder was auch immer. Aber was auch immer. Ne? Aber die Einbringung als Antrag jetzt ungeachtet von dem, was Gerhard, das verstärkt die ganze Sache natürlich noch. Ich möchte jetzt nicht, dass das spaltet in irgendeiner Form. Danke, Daniel. Der Nico hatte sich angeboten. Ja, das auch, aber zum Antrag. Danke für die Einschätzung. Ja, das mag sein, dass dieses Risiko besteht. Ich würde aber sagen, vielleicht ist das eher eine Chance als ein Risiko, weil so, wir haben den Antrag sozusagen versucht einzubringen. Man stoppt uns mit formalen Hinweisen. Ich sehe nicht, dass wir da jetzt dann in irgendeiner Art und Weise verlieren würden, wenn das so stattfinden würde. Man hätte wieder eine Diskussion darüber, wie hier im Parlament vielleicht mit Anträgen von uns umgegangen wird oder so, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie negativ wäre. Würde ich nur mal so in die Runde werfen. Ich sehe es aber auch so, wenn halt hier erhebliches Unbehagen da hinsichtlich dieses Vorgehens besteht, würde ich es dann auch nicht übers Knie brechen wollen. Aber nur auf nochmal eine andere Einschätzung, wie man auch mit diesem Fakt umgehen kann, dass es eventuell unzulässig ist, dass es nicht tatsächlich ein Beinbruch wäre. Danke, Nico. Gibt es weitere Wortmeldungen? Olli, bitte. Sollte der Antrag insgesamt noch Gefallen finden, man weiß nur noch nicht, ob das die richtige Form ist, so war das mein Eindruck, ohne Leiter, so war das mein Eindruck gestern Abend, habe ich noch einen Vorschlag rumgemäht und ins Pad gestellt, wie man im Grunde nur die Rede, Rede genau das aufgreifen kann und ansonsten einfach sagen kann, wir machen einen Antrag zur Diskussion der Großen Koalition im Plenum. Ich glaube, der ist zwar auch irgendwie nicht so ganz konform, es kommt eine kleine Leiter, nicht ganz so landesbezogen, außer dass man da feststellt, dass im Land Interesse besteht, über die Große Koalition zu debattieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er nicht ganz so auf Widerstand bei den anderen Fraktionen trifft, wie ein Antrag, der so daherkommt wie der ursprüngliche Große Koalitionsantrag. Danke, Olli. Monika, du möchtest abstimmen wahrscheinlich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es noch Gesprächsbedarf gibt. Falls es den gibt, hätte ich gerne ein Meinungsbild, wer überhaupt meint, wir sollten eine dieser Formen in den Landtag einbringen. Dann können wir uns eventuell stundenlange Diskussionen sparen, bevor wir hier eine Stunde weiter diskutieren, um dann festzustellen, wir wollen das alle eigentlich gar nicht.
oder es halt jetzt abstimmen, weil ich glaube, es ist gestern Abend lang und breit darüber gesprochen worden. Wir haben Argumente ausgetauscht, noch und nöcher. Und ich glaube, das ist jetzt, bringt uns jetzt argumentativ nicht mehr nach vorne, weiter darüber zu diskutieren. Gut. Gibt es dann Widerstände, diesen Antrag zurzeit nicht in der Form einzubringen? Ja, hallo, das war nicht die Frage. Okay. Meinungsbild. Ach so, Meinungsbild. Entschuldigung, ich habe ein bisschen FIFA. Nein, genau. Gut. Das Meinungsbild steht ja in Zeile 230. Moni möchte ein Meinungsbild und meint, dass man einen dieser Anträge... das ist... Oh. Nee, Moni, formuliere ein bisschen genauer. Welchen Antrag meinst du genau? Wer ist der Auffassung, dass wir prinzipiell einen dieser beiden Anträge einbringen sollten? Einen von beiden. Nee, das Meinungsbild. Darfst du auch. Fünf. Ändert sich nur nichts. Eins, zwei, drei. Achso, wird nicht ausgezählt. Gut. Gut, wer ist nicht dafür, einen dieser Anträge einzubringen? Ja, sehr uneinheitlich. Vielleicht kann Robert die einbringen. Gut, dann müssten wir die Anträge beide abfragen, würde ich sagen, weil es sehr uneinheitlich ist an der Stelle. Daniel, du hattest gerade gesagt, dass du deinen ursprünglichen Antrag so nicht mehr einbringen würdest. Würdest du den jetzt noch aufrechterhalten und abstimmen lassen? Oder das ist... Okay. Daniel. Er möchte den Antrag übernehmen. Ich möchte darüber abstimmen. Gut. Sieht die Satzung nicht vor, aber machen wir mal einfach, ist ja nicht schlimm. Ja, dann reiche ich jetzt hiermit formell diesen Antrag ein. Am Freitag um 12. Ja. Ah, da war doch Frank, was. Du möchtest nicht über zu spät eingereichte Anträge reden. Toi, toi, toi. Gut. Genau. Frage ich jetzt einfach mal, ob es Widerstand gibt, den von Daniel formulierten oder eingebrachten Antrag und vom anderen Daniel jetzt übernommenen Antrag so ins Plenum, ins nächste Plenum einzubringen. Gibt es dazu Widerstände? Ich zähle 17. Gut, nur Lösung. Gibt es Widerstände? Gar keinen Antrag oder diesen Antrag? Nee, gar nicht wahr. Ollis Antrag. Erst Ollis Antrag, gut. Gibt es Widerstände, Ollis Antrag einzubringen? Ja, 3.17 Uhr ist auch eine gute Zeit. Wenn ich richtig zähle. Ja. Gut. Gibt es... Genau. Gibt es... Widerstände dagegen, beide Anträge nicht einzubringen? Ist das richtig formuliert? Keinen von beiden einzubringen, ja. Oder beide nicht, ist das gleiche, ja. Ja, im Prinzip schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Damit zieht die Nulllösung, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist schön. Die Moni möchte was sagen. Ich möchte nichtsdestotrotz heute verabreden, dass wir irgendwas mit diesem Antrag tun. Also tatsächlich irgendwie auch mit Ingo zusammen irgendwie da eine schöne Sache draus machen. Ja, fände ich gut. Björn, könntest du ein bisschen runterscrollen?
so als APO oder was machen wir jetzt? Kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt Nummer 20, Zeile 262, Haushaltsänderungsanträge. Es geht hier um den Verfassungsschutz. Da soll der Baransatz um 1 Million Euro herabgesetzt werden. Den haben wir auch gestern nicht besprochen. Daniel, du bist dran. Der Hintergrund ist der folgende, dass wir seitens der Fraktion ja eine Beschlusslage haben, dass wir so langfristig die Verfassungsschutzämter abgeschafft haben wollen. Und dies ist die Idee, in diese Abschaffung sozusagen einzusteigen. Es ist eben ein langfristiges Ziel. Und gleichzeitig haben wir ja auch das Problem oder die Chance, wollen wir mal so formulieren als Chance, dass es ja einer Sicherheitstechnologie bedarf, die eben nicht unbedingt aus den amerikanischen Konzernen stammt, sondern die vielleicht auf Open Source oder sowas beruht. Und die Idee war genau diese Millionen, die dafür zu benutzen. Die Verfassungsschützer haben eben nun sensationell versagt, was NSU und NSA angeht. Und genau deswegen könnte man das begründen. So. Gut. Ich habe jetzt den Dirk auf der Liste. Wer von euch drei hatte sich zuerst gemeldet? Lukas? So geht das hier. Also Michael hat sich vor mir gemeldet. Das ist okay. Ja, aber ich habe ja gerade geguckt. Er hat aber nicht gerufen. Ja, was soll ich machen? Ich muss mich auf euch verlassen. So ist das hier. Dirk? Ja, also Daniels Mitarbeiter haben im Vorfeld mit mir über diesen Antrag geredet und mein Votum erwünscht. Ich war und bin auch jetzt noch gegen diesen Antrag. Aus folgenden Gründen, also er hat ja zunächst mal rein Symbolcharakter. Ich denke mal, das steht auch außer Frage, weil abgelehnt wird er sowieso, mehr als Symbolcharakter hat er nicht. Das kann man machen, grundsätzlich. Allerdings muss Symbolcharakter zumindest theoretisch in der Lage sein, also ein symbolbehafteter Charakter sollte zumindest theoretisch in der Lage sein, auch tatsächlich zu greifen. Das sehe ich hier nicht. Also aus meiner Sicht ist dieser Antrag zum jetzigen Zeitpunkt rein destruktiv und hat halt keine konstruktive Komponente. Und zwar aus folgendem Hintergrund. Das Haushaltsverfahren beim Verfassungsschutz obliegt aufgrund seiner Geheimhaltung einer etwas anderen Verfahrensweise als normale Haushaltsanträge. Hier wird jetzt pauschal 1 Million Euro gekürzt. Bei normalen Haushaltsanträgen können wir sagen, wir wollen konkret 1 Million beim Personal kürzen, 1 Million da, 1 Million da. Das geht hier halt nicht, sondern der Verfassungsschutz hat halt ein Budget, das vom Landtag bewilligt wird und er verwaltet das selber, wie er sich das aufteilt. Dieser Einzelhaushaltsplan muss dann vom PKG, also in dem ist jetzt nochmal genehmigt werden aufgrund der Geheimhaltung. Wenn wir jetzt das Ding pauschal kürzen, ich sage mal so, der Haushaltsplan, ich darf jetzt natürlich keine Einzelheiten nennen, aber aufgrund der Nähe zur dritten Lesung ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein solcher Haushaltsplan bereits irgendwie behandelt wurde im PKG. Wenn wir das Ding jetzt kürzen, wäre es auch nicht unwahrscheinlich, dass der Verfassungsschutz sein komplettes Budget, seine gesamte Planung fürs nächste Jahr komplett ummodeln müsste und das dann nochmal vom PKG genehmigen lassen müsste. Das kann man machen, ist aber wie gesagt zu diesem Zeitpunkt rein destruktiv. Also das würde auch dann gegen dieses Votum sprechen, was wir halt bei den Fraktionentreffen und so weiter hatten. Wäre das ein bisschen früher gekommen, hätte man darüber reden können. Auch für nächstes Jahr ist es vielleicht noch eine Option. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das nicht. Abgesehen davon, dass ich diesen Betrag, 1 Million, aufgrund dessen, dass ihr halt keinen Einblick in die konkreten Zahlen habt, für sehr willkürlich halte, um das mal so auszudrücken. Ich kann aber jetzt natürlich keine konkreten Zahlen nennen, aber aus meiner Sicht ist dieser Antrag so zum jetzigen Zeitpunkt eher schlecht. Danke. Ich habe dich da aufgeschrieben. Der Lukas ist dran. Ja, Dirk, was kannst du eigentlich? Ja. Ne? Nein, ich finde die Intention dahinter auch ganz gut, muss ich sagen. Ich finde auch eben die Umschichtung auf ein Open-Source-Projekt auch gut. Vom Gefühl her aber so ein bisschen unausgereift. Also ich könnte mir vorstellen, da könnte man mehr draus machen, konkreteres draus machen. Dirk hat ja auch gestern so ein bisschen angedeutet, dass er halt mehr Wissen darüber hat, wie die Haushaltsverfahren in diesem Bereich ablaufen. Da ich den Hergang nicht mitverfolgt habe, konkrete Frage an dich, Daniel. Ging diese Idee und der Antrag durch die Arbeitskreise, die da Berührungspunkte hätten? Es kam es ist besprochen worden mit den Haushalts- und Finanzleuten. Und wir haben, wie gesagt, mit innen ein Votum abgeholt, das war jetzt negativ in dem Falle. Und insofern liegt es an der Fraktion, darüber zu entscheiden. Ne? Bei dir war ich nicht.
du bist? Also unabhängig davon, danke Daniel für die... HFA, ja gut, ich war zumindest mit dem HFA-Team. Danke Daniel für deine Auskunft. Diese Idee hat Potenzial, ich finde sie gut. Ich finde es schade, dass es halt eben nicht durch die Arbeitskreise oder nicht komplett gegangen ist. Dann hätte man vielleicht so ein bisschen ausbauen können, und so, dass es Hand und Fuß hätte. Insofern würde ich dafür plädieren, dass man das vielleicht tatsächlich erstmal nicht stellt, aber das im Hinterkopf behält und das ausarbeitet, damit es eben besser ist, beziehungsweise realistischer ist. Denn so wie ich jetzt Dirk deute, ist es halt eher unrealistisch und hätte rein den Symbolcharakter. Und wenn wir halt wirklich sowohl die Kürzung als auch eben diese Neuinvestition vernünftig ausarbeiten könnten, dann wäre das halt eine andere Art von Qualität. Beitrag Ende. Punkt. Der Michel ist dran. Also ich finde den Antrag an sich gut. Er geht in die Richtung, die wir gesagt haben, nämlich dass wir langfristig den Verfassungsschutz abschaffen wollen. Was fehlt ist, dass wir die Schritte, also die Sachen, die wir gerne behalten wollen, denn da gibt es einiges, was am Verfassungsschutz auch gut ist. Da gibt es nicht nur Leute, die bei NSU-Mördern in die falsche Richtung gucken, sondern da gibt es auch zum Beispiel den Kampf gegen Rechts, der ja präventiv geführt wird. Da gibt es zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen in NRW, was den Schutz gegen den sogenannten Cyberterrorismus angeht. Das sind alles Dinge, da sollte man gucken, wo man das denn hinpackt und nicht einfach nur das Geld in Anführungszeichen wegnehmen und sagen, da gibt es ja jetzt einen Gegenvorschlag zu, klar, aber da das Geld einfach wegzunehmen, ohne dass es da eine bessere Planung gäbe, halte ich halt für ein bisschen problematisch. Deswegen halte ich es grundsätzlich übrigens für problematisch, sowohl hier als auch bei den Kirchengeschichten, wo wir auch langfristig was machen wollen, tatsächlich dieses stückchenweise zu machen, sondern stattdessen sollte man A, einen politischen Antrag haben, wie man die Dinge rettet, die man gerne behalten möchte, B, dann tatsächlich sagen, wie man das, also dass das Geld genau dafür festgelegt wird, und C, dann sagen, okay, beim Titelverfassungsschutz stellen wir statt 4,58 Millionen einfach null ein, weil wir haben ja gesagt, was wir retten wollen und was vom Verfassungsschutz unserer Meinung nach weg kann. Das halte ich für die bessere Vorgehensweise, und deswegen ist so ein Schritt eher ein schwieriger Schritt, meiner Meinung nach. Dass wir die Anträge auf heute verschoben haben. Bin ich eigentlich dran? Ich glaube schon, deshalb mache ich jetzt einfach mal ganz kurz. Ich würde gerne einfach nur an Michels Rede anknüpfen. Das ganz konkrete Argument, dass wenn wirklich jetzt 1 Million Euro beim Verfassungsschutz gekürzt würden, man vermutlich nicht die Dinge nehmen würden, die wir schlecht finden, sondern dort kürzen würde, wo es am einfachsten funktioniert. Und das sind meiner Meinung nach die Beratungsleistungen, die Informationsbroschürenerstellung und so einen ganzen Kram. Also im Grunde, ich glaube fast als am einfachsten, soweit ich das sehe, und ich bin nicht so tief drin, wahrscheinlich im Verfassungsschutz wie Dirk, nicht so tief in Themen drin wie Dirk, aber ich glaube, dass man bei der ganzen Öffentlichkeitsarbeit und an den ganzen Beratungsdienstleistungen, die der Verfassungsschutz wirklich gut macht, meiner Meinung nach, dass man dort am ehesten und am einfachsten kürzen kann. Insofern fände ich eine pauschale Kürzung eher kontraproduktiv. Ich würde es auch lieber sehen, wenn wir, und so schwierig das auch immer bei der Geheimhaltung ist, mit einem entsprechenden Konzept dran ging, dort Kürzungen vorzunehmen, beziehungsweise den Verfassungsschutz abzubauen. Das ist auch eine Aufgabe, die erfordert wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit. Ja, es gibt einen ganz großen öffentlichen Bericht. Ah, da gibt es einen öffentlichen Bericht. In welchem Ausschuss gibt es den noch? Der dort ist auch noch nicht klar. Mhm. Nico, du bist dran. Danke. Ja,
fand die Kritik von Dirk ganz lustig, zu sagen, ja, das ist so pauschal, nur so 1 Million und da ist ja gar nichts Detailreiches, aber Details kann ich als ordentliches Mitglied jetzt auch nicht weitergeben, also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. War halt nur von der Kritik her schwierig, dann darauf einzugehen, wenn man sagt, ja, man müsste einfach Detailliertes machen, aber Details weiß nur ich und die kann ich nicht weitergeben. Ne? Ja, ich kenn das Problem. Aber ich finde die Idee trotzdem ganz nett und mir fehlt auch so eine Überschrift ein. Ich weiß nicht, ob Haushaltsanträge eine Überschrift haben, Robert. Aber so Aussteigerprogramm für Verfassungsschützer oder so, die sozusagen da so auf einen Diätpfad zu setzen, fände ich gar nicht so schlecht. Wäre tatsächlich dann auch interessant, das mit einem politischen Antrag nochmal zu unterfüttern. Insofern, ja, fehlt uns jetzt dann die Zeit, das umzusetzen. Und wenn Daniel ja jetzt nicht da ist und den Antrag auch nicht mehr, weiß ich nicht, verteidigt, aufrechterhält, ich weiß nicht, ob Daniel vielleicht wieder übernehmen möchte, keine Ahnung. Schwierig, aber ich würde das, ja, eigentlich schon gerne behandelt haben. Aber wenn es jetzt nicht geht, dann gut, ist es so. Ist jetzt schade, dass er rausgegangen ist. Der Frank ist der Nächste. Ihr achtet auf die Uhrzeit, wir wollten eigentlich schon weiter sein. Ja, kurzform, wir stimmen die jetzt nicht ab und lassen sie liegen. Etwas längere Form wäre, die Verknüpfung mit dem nächsten Antrag ist natürlich total wichtig. Förderung von abhörsicherer Open-Source-Software. Ich hätte mir gewünscht, dass es wenigstens abhörsichere Open-Source-Kommunikationssoftware heißt, weil, ne, abhörsicher, Textverarbeitung, egal. Ich will jetzt gar nicht drauf einsteigen. Da hätte ein politischer Antrag zugehört, Fokus auf den zweiten Punkt, was wir fördern wollen, und dass wir das Geld dann vom Verfassungsschutz nehmen. Das wäre eine coole Sache. Ich weiß, dass Daniel einen haufenweise Anträge zu dem großen Thema NSA und so weiter, was wir hier behandeln, gemacht hat. Das hat jetzt hier nicht mehr reingepasst, deswegen wäre ich dafür, die beiden Haushaltsanträge auf die zu verzichten. Das bringt uns leider an der Stelle jetzt nicht weiter, weil, wie gesagt, ein ordentlicher politischer Antrag dazu fehlt. Und das Thema, wo wir völlig auf einer Wellenlänge liegen, geht, finde ich, unter, wenn man die Sachen einfach im als Haushaltsanträge abschmettern lassen. Da haben wir nichts von gewonnen. Und deswegen einfach weg. Mein Vorschlag. Danke, Frank. Der Kai ist der nächste Redner. Ich wollte eigentlich darauf verzichten, auf den Redebeitrag. Frank zwingt mich aber jetzt doch zu reden. Ich halte das für Unsinn. Also, dass wir keinen politischen Antrag zu diesem Zeitpunkt haben, halte ich für irrelevant. Also, wenn man langfristig plant, dann reicht man das Haushaltsding ein und macht von mir aus ein Dreivierteljahr später einen politischen Antrag dazu. Das ist überhaupt kein Problem. Ich verstehe das Argument da an der Stelle überhaupt nicht. Zu Dirk, ich hätte dann doch ganz gerne gewusst, wann wäre denn früh genug gewesen? Vielleicht hast du ja zumindest die Information für uns. Für nächstes Jahr. Gut, Dr. Bob. Ja, ich muss sagen, mich wundert die Diskussion ein bisschen, weil die Fraktion einstimmig ohne Gegenstimme beschlossen hatte, den gemeinsamen Antrag mit allen anderen Piratenfraktionen hier auch zu ratifizieren, sage ich mal. Und da steht drin, unserer Auffassung einer freien und demokratischen Gesellschaft ist mit der Existenz von Geheimdiensten nicht vereinbar. Ist mit der Existenz von Geheimdiensten an sich nicht vereinbar. Und jetzt reden wir darüber, bei den Geheimdiensten 20% zu kürzen, und das könnte ja Schwierigkeiten bei den Geheimdiensten ergeben. Komisch. Ja, also muss ich sagen, verstehe ich an dieser Stelle die Diskussion überhaupt nicht. Und man muss eben auch sehen, sie ist ja verbunden damit, dass sie vor dem Angesicht der NSA-Affäre wir sichere Open-Source-Software fördern wollen. Was kann denn da die Alternative sein? Wie kann man dagegen sein? Muss ich sagen, verstehe ich nicht. Danke, Dr. Bob. Ich habe jetzt noch mich, den Dirk und dann den Michel auf der Rednerliste. Leider kann man es nicht mehr nachvollziehen. Tut mir auch leid an der Stelle, aber der Phrasitimer funktioniert gerade nicht.
Einmal an Robert, die generelle Absicht, irgendwas zu tun und die Ausarbeitung, wie man das dann hinterher tut, sind schon zwei verschiedene Dinge. Kommt vielleicht nicht in jedem Studium vor, kann man aber mal drüber reflektieren. Ich lehne diesen Antrag schon alleine deshalb ab, weil im Vorfeld mal wieder nicht mit der ursprünglich beteiligten Ausschussverteilung oder der Besetzung da gesprochen worden ist. Ich wusste von dem Antrag vorher nichts, Michelle denke ich auch nicht. Der Verfassungsschutz ist halt am Hauptausschuss angedockt. Wir hatten keinerlei Info vorher und an der Stelle habe ich keinen Bock mehr, solchen Anträgen zuzustimmen. Punkt. Der Dirk, bitte. Ja, vielen Dank. Also erstmal an Dr. Bob. Also ja, da steht er, aber man muss auch mal weiterlesen. So eine Resolution geht ein bisschen länger. Da steht auch die langfristige Abschaffung. Und wir reden jetzt hier quasi von, also wenn wir jetzt ein Fünftel dieses Jahr abschaffen, ein halbes Jahr nach Beginn der Resolution, dann haben wir quasi einen Fünfjahresschritt. Also das ist nicht langfristig, das ist also mittelfristig. Aber gut. Ja, aber ich sag mal, zu Kai, also ich sag mal, so als ganz groben Zeitrahmen, irgendwo im Bereich zwischen erster und zweiter Lesung wäre es nicht schlecht gewesen. Und was ich nochmal sage, also man kann das. Man kann das sicherlich machen, grundsätzlich habe ich auch gerade gesagt. Ich sage aber, zum jetzigen Zeitpunkt wäre es rein destruktiv und das wäre halt entgegen unserer Resolution, wo wir halt eine konstruktive, langfristige Lösung wünschen. Das ist alles. Dankeschön. Michelle, bitte. Dankeschön. Weitere Redner habe ich jetzt nicht auf der Liste. Ich würde dann jetzt den Widerstand abfragen, diesen Antrag einzubringen. Gibt es Widerstände, diesen Antrag einzubringen? Meinetwegen kannst du dein Handy mit hochhalten, ist mir egal. 18. Ja, wenn das Spiel weiterläuft, ist schade. Gut, dann haben wir hier Widerstände, da müssen wir einmal noch die Nulllösung dazu abfragen. Gibt es Widerstände, diesen Antrag nicht einzubringen? 2. Damit werden wir diesen Antrag nicht einbringen. Wir machen dann jetzt Pause bis 12 Uhr und machen danach mit einem nicht öffentlichen Teil weiter. So war es abgesprochen. Redebedarf sehe ich dazu nicht. Sobald wir wieder öffentlich werden, werden wir das über Twitter und sonstige Medien, was uns so zur Verfügung steht, verbreiten. Über die offiziellen Piratenmedien. Über die offiziellen Piratenmedien. Printmedien bestimmt auch. Ja. Bis später. Live-Twitter.